Ich möchte an dieser Stelle jetzt einen gewissen Besorgnisausdruck verleihen. Es haben eben Leute gelacht. Ich finde es eigentlich nicht gut. Ausgrenzung, Intoleranz, Hass, das sind ernste Themen. Da gibt es eigentlich nichts zu lachen. Lachen heißt nämlich immer auslachen. Auslachen heißt verharmlosen. Und wer verharmlost, öffnet dem Feind Tür und Tor. Wir machen hier kein Tandaradei. Nee, was ich eigentlich damit sagen will. Beliebtes Vorurteil. Wenn gelacht wird, ist es keine Kunst. Höchstens Kleinkunst. Kleinkunst, Gott im Himmel. Das kann man sich auch nur in Deutschland ausdenken. Es gibt normale Kunst, und gibt so Kleinkunst, ja. Kann man doch nicht ernsthaft als Beruf angeben. Ich muss das machen. Was machen Sie beruflich? Kleinkunst. Ich fahre auf dem Einrad hier lang und mache die Pantomimewand, Alter. So ähnlich wie, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich sammle Gummibänder aus aller Welt. Und donnerstags gibt's Bohnen. Bisschen hängen geblieben. Sehe ich aber auch daran, dass viele Menschen glauben, wo gelacht wird, kann kein Ernst sein. Das wäre quasi das Gegenteil von Ernst. Wo gelacht wird, kann kein Ernst sein. Und wo kein Ernst ist, kann kein wichtiger Inhalt vermittelt werden. Genau. Ernst. Das ist das, was wir wollen. Hurra! Deutschland, Heimatland der Ernsttümelei. Verachtung der Freude, schlechte Laune und unbedingter Missionierungswillen, das ist das, was Preußen groß gemacht hat. Spaß! Geht ja doch nicht um Spaß! Der Deutsche will keinen Spaß haben, der Deutsche will Recht haben, das will er. Aber wenn es einen Anlass zum Scherzen gibt, schmunzel ich gern einmal. Oh. Das ist Humorlosigkeit im eigentlichen Sinn, ja? Es hat alles seinen Ort und seine Zeit. Auch der Humor, so wie das Essen und der Sex. Wer Sex mit stimmhaftem S ausspricht, der legt auch ein Handtuch unter. Auch beim Lachen, erstmal ein Handtuch auslegen. Könnte ja sein, dass man irgendwas einsaut. Nein, genau darum geht's, Mann. Es geht ums Einsauen, ums Kaputtmachen, darum, dass Sachen am falschen Platz sind oder plötzlich umfallen. Das ist Komik. Alles andere ist nicht Komik, alles andere ist so Beamtenhumor oder Karneval, ne, wo man sich zum Lachen eine Uniform anzieht, ja? Das ist so ähnlich wie Niveau. Wir wollen auch immer ein Niveau. Ein Niveau ist da, wo man was nicht so genau versteht oder wo was sehr, sehr langweilig ist. Französisches Autorenkino zum Beispiel. Gut, der Mond sieht heute aus wie ein sehr kranker Seemann. Michel. Als ich ein Kind war, hatte ich sehr große Angst vor Hamstern. Claude, du bist mein bester Freund. Ich heiße nicht Claude, Jean-Yves. Hä? Keine Ahnung, wovon die reden. Und es macht so richtig, richtig überhaupt keinen Spaß. Muss ein unglaublich hohes Niveau sein. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, kommt ein Mann mit zwei linken Füßen in ein Schuhgeschäft und sagt, guten Tag, haben Sie Flipflips? Kein Niveau. Überhaupt kein Niveau. Falls sich also heute jemand hierher verirrt haben sollte, der gedacht hat, ach Mensch, das Programm heißt Holz und Vorurteil. Da erwarte ich eigentlich, dass vorne einer steht und mit viel schlechter Laune und wenig Pointen andere Menschen für ihre Vorurteile anprangert und meine eigenen aber bestätigt, ob er schließlich Geld bezahlt. Da würde ich ja wohl erwarten können, dass der Typ da vorne meine Meinung teilt. Aber hier wird ja gelacht. Und dann noch über so ernste Themen wie den Humor. Dann habe ich was für euch. Ich möchte den Vorwurf, ich würde hier nur Kölkunst machen, nicht auf mir sitzen lassen und habe mich deshalb für diese letzte kleine Performance-Nummer vor der Pause etwas am Theater orientiert. Deshalb gibt es jetzt eine Nummer mit Dringlichkeit.